Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Donkey Kong Country. Und im letzten Part habe ich doch ein bisschen übertrieben, wo ich gesagt habe, wird vermutlich der letzte Part. Ah, und hier sehen wir wieder die. Oh, Moment, ich glaube, hier unten ist ein Bonus. Ja, richtig asozial. Das wäre noch eingefallen. Ja, nichts Besonderes. Und, ouch, du Bastard. Zack, gut. Auf jeden Fall, das hier wird jetzt, oh, der vorletzte Part. Im nächsten Part. Werde ich dann King K. Rool besiegen und neben den Credits. Boah. Gibt es dann nämlich noch ein Zusatz? Boah, das war jetzt Glück. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Scheiße. Oh, dass ich nicht gestorben bin, das ist auch schon alles, ey. Hui. Auf jeden Fall gibt es hier einen Bonus. Oder auch nicht. Lol. Oh, dein fucking Ernst. Ich hab doch die Rolle gemacht. Auf jeden Fall gibt es hier noch einen Bonus-Content. Muss man, glaube ich, nicht. Okay. Glück gehabt. Und zwar die. Ja, es gibt noch Secret Exits. Oh, hier da unten ist bestimmt ein Bonus irgendwo. Ja, war ja logisch. Hui. Auf jeden Fall, oh. Nein! Auf jeden Fall wollte ich jetzt schon die ganze Zeit sagen, dass ich noch die Secret Access zeigen will, die es in den ersten drei Welten gibt. Und ja, das mache ich dann entweder vorm Final Boss oder nach dem Final Boss. Und ich würde fast schon sagen, vorm Final Boss macht es mehr Sinn. Dann, ja, sehen wir die Credits halt wirklich zum Schluss. Und ja, würde ich schon sagen, macht mehr Sinn. Jetzt erstmal hier diesen Müll hier machen. Gut, allgemein an sich gesehen ist es ja gar nicht so schlecht, ne? Vor allen Dingen in der jetzigen Situation, wo man halt, ja, relativ viel Leben braucht. Vorm Boss. Oh, jetzt nach oben. Oder was heißt braucht, ja, macht halt mehr Sinn, wenn man vorm Boss dementsprechend viele Leben hat und wo 5 Stück habe ich, weiß ich gar nicht mehr, ob ich die schon mal hingekriegt habe. Auf jeden Fall 5 Stück ist eine gute Quote, also ja. Klar, es gibt auch einige Cheats, wo man dann um die, ja, 99 Leben plus bekommen kann. Boah. Aber ganz ehrlich, die nutze ich nicht. Das war so klar. Das war einfach so verdammt klar. Da weiß ich nicht, was ich tun soll in so einer Situation. Ich finde es aber doof, dass wir jetzt nur bloß auf 30 FPS sind. Warum auch immer. Ich habe eigentlich auf die 60 FPS gestellt. Hab vorhin sogar extra nochmal nachgeschaut. Und wisst ihr was, das schaue ich gerade nochmal nach. Mein ganz kurzen Cut. Bis gleich. Okay, also ich habe keine Ahnung, was los ist. Es läuft einfach weiterhin auf diesem Wert und da kann ich leider nichts tun dagegen. Tut mir furchtbar leid.
Boah, jedes Mal. Wie viel Pech kann man bei diesen scheißen Viechern eigentlich haben? Naja, läuft halt auf 30 FPS, meine Fresse. Ist halt so. Gut. Oh je. Zack. Boah, wie sich diese Viecher hasse, wenn die so scheiße springen. Oh, wir haben jetzt 22. Ja, schon wieder, ey. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade auf 30 FPS läuft. Ich habe auf 60 FPS eingestellt. Oh. Ja, gut. Na klar. Puh. So. Dieses Arschloch wäre dann tot. So. Ist doch ganz machbar. So, und dieser Reifen ist übrigens nur für die Bananenstaude da oben. Zack, zack. Sehr schön. Ah, hier noch die paar Bananen hier einsammeln. Boah. Normalerweise würde ich da so schnell durchlaufen und warum auch immer der vorhin nicht gesprungen ist, ich weiß es nicht. Zack, jetzt geht's wieder schneller. Ich habe keine Ahnung, warum das vorhin so gelaggt hat. So, jetzt geht's auf jeden Fall wieder schneller weiter. Jetzt mal knapp über den 40 FPS. Oh, die Zinger hier. Die kann schon böse enden. Wow. Ja, genau. Genau. Oh mein Gott. Gott, jetzt kommt da noch ein Orang-Tang. Ist das eigentlich euer fucking Ernst? Und warum habe ich noch keinen Affen verloren? Zack. Bananen. So, ich habe es irgendwie geschafft, mit beiden Affen durchzukommen. Plus alle Bonusse. Boni. Ja gut, ne? Ich kann ja mal in Candys Speicher nachschauen. Sie müssten jetzt so knapp alles haben, ja? 97%. Moment, wenn ich jetzt das nächste Level. Oh Scheiße, ich habe vergessen, die Zeit weiterlaufen zu lassen. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es jetzt so: 97%. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Level schaffe und den nächsten das nächste Level plus den Endboss, habe ich ja die 100%. Im Normalfall jetzt. Und hier, die sind nochmal eine härtere Version. Und hier hinten, dieser Bonus, der ist wirklich mies. Ich weiß bis heute nicht so hundertprozentig, wie man den erreicht. Nein, so war es nicht. Theoretisch könnte ich jetzt ganz kurz da das Lösungsbuch aufschlagen. Weil im Grundsätzlichen ist es richtig. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch geschwind. Wenn ich schon mal das Lösungsbuch da habe, ne? Moment, ich mache gerade mal auf Stopp. Also, dann schauen wir uns doch mal an. Eigentlich benutze ich das nicht, aber jetzt habe ich einfach mal Bock drauf. So. Nebelmine. Ja, Error Chaos. Okay. Hier, Geheimraum 1, kann ja mal vorlesen, was da dran steht. Das Kanonenfass, das euch zum Geheimraum bringt, befindet sich genau unter der Brücke, an dem ihr den Level beginnt. Ihr erreicht das Fass, indem ihr auf die Pfeilplattform springt und nachdem sich diese Bewegung gesetzt hat, sofort wieder nach links ins Leere lauft. Okay, also so in etwa, wie wir das gerade eben versucht haben. Joa.
LOL! Alter! Ach ja, K.O.-Ingi werde ich wohl hinkriegen. K. K.O. Gut, dann halt nicht. Naja, schade. An sich, dieses Level ist jetzt wirklich ein übles Chaos. Das stimmt wirklich. Jetzt im Moment geht's noch, ne? Aber es wird noch krasser. Und hier alle Boni zu finden, ist halt auch wirklich nicht so einfach. Aber hier glaube ich gleich. Gott! Da will man einmal eine geile Show abliefern. Ich wollte nämlich auf das Viech draufspringen und dann nach oben. Dann gleich auf das nächste. Naja, neue Chance, neues Glück hier beim KONG. Die Chance muss man nutzen, ne? Also. G. K. K. K.O. K.O.N. K.O.N. G. Perfekt. Ein Leben. Sehr schön. Also ich freue mich. Boah, wir haben jetzt gerade mal. Also, ne, Quatsch, Quatsch. Ich habe gerade Bullshit gelabert. Ich brauche natürlich hier Donkey. Mit Dix. Genau, mit Dixie. Diddy, sorry, aber du bist jetzt für mich zu weiblich. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, im Grundprinzip hätte es funktioniert. Aber im praktischen Teil hat es halt leider gehapert. Was ich vorhin sagen wollte, an sich das Level ist ja schon heftig teilweise und ich lasse jetzt mal das Fass. Okay, dann halt nicht. Und ja, ich bin auf jeden Fall irgendwie froh, dass das Let's Play bald rum ist. Das wollte ich ja sowieso schon vor ewigen Zeiten Let's Playen. Noch bevor ich überhaupt angefangen hatte, YouTuber zu werden. Wenn man mich überhaupt schon YouTuber nennen kann. Okay. Lol. Und ab hier beginnt dann das Chaos. Das ist auch wirklich ein übelstes Chaos. Wie der Name schon verrät. Ich versuche jetzt hier mal KONG zu sammeln. Ich meine, in der Game Boy Advance Version ist es ja auch so, dass du jedes Level mit KONG beenden musst. Ja, scheiße. Egal, fliegt der Typ wenigstens auch noch unten in die Hölle. Aber frag mich bitte nicht, wo der zweite Bonus ist. Oh. Oh. Und die Bananenstaude ist es mir jetzt ehrlich gesagt nicht wert. Kann sein, dass da der zweite Bonus ist. Scheiße. Das war jetzt eigentlich schon eine der schwersten Stellen, da irgendwie so in ein paar Sekunden da durchzukommen. Das ist wirklich nicht so leicht. Zack. So. Aber das Level hier baut wirklich auch übelst auf Skill aus. Und auf Spielerfahrung, wo man sammelt, ist ja logisch. Oh. Nein. Boah, dass ich da jetzt nicht gestorben bin, ey. Zumindest mit DK. Dass ich nicht gestorben wäre, dürfte klar sein. Aber ich erinnere mich da irgendwie auch an was richtig Böses bei dieser Stufe hier. Ach, scheiße.
Gut, da war ich jetzt selber schuld. Ich könnte ja theoretisch mal. Ach, egal. Höchstens bei der Bananenstaude und da ist ja. Kommt mir bis jetzt nicht so lang vor der Part. Glaube, ich kann mal eine Ausnahme machen und mal ausprobieren. Fuck. Okay, es ist wie ich das jetzt bitte schön geschafft habe, nicht den Affen zu verlieren. Weil die Nerven waren da schon tot. Das muss man mir zwar jetzt erstmal wissenschaftlich erklären, aber gut. Ich sag nicht nein dazu. Im Gegenteil. I'm happy. Because I'm happy. Okay, da war es doch nicht. Joa. Wie schon gesagt, ich hab's versucht. Zack. Und das Fass hier nehme ich irgendwie immer mit. Allein wegen diesem Army, weil das spart einem wirklich viel Nerven. Und so kannst du jetzt übrigens ruhig bleiben mit der Geschwindigkeit. Die Musik ist recht gut zu hören. Klar gibt es also diese komischen Knacksgeräusche, aber ganz ehrlich, lieber das, als dass die Musik überhaupt nicht mehr zu verstehen ist. So. Mit DK kannst du theoretisch auch einfach draufspringen. Ja, soweit muss man halt auch erstmal denken können. Oh, okay. Und ich glaube, das Fass brauchen wir. Nee, doch nicht. Bloß falls Moment Didi hier ist. Lol. Ja, mit den Fässern, das ist sogar ein bisschen schwerer. Bei der halt jeder Treffer sitzen muss. Oh fuck. Ne. Bin ich doch ganz glücklich mit. Und ja. Das war Alter Stratas. Ich meinte Aerocars. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir noch Neckis Rache. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum Necki mir eigentlich so übelst schwer gefallen ist. Scheiße. Ja, da muss halt wirklich jeder. Scheiße. Bis jetzt noch machbar. Sagt er und stirbt. Hätte ich mich nicht so ultra billig treffen lassen, hätte ich es auch geschafft. Sogar im First Try. Anaki ist mir bisher eigentlich immer schwer gefallen. Da muss man halt rechtzeitig springen. Ja, das ist halt das Schwere an Anaki. Du musst da genau dann springen, wenn er bereits geschossen hat. Weil dann hat er das, lässt er sich nämlich nicht mehr abbringen davon. Aber übrigens, King K. Rool ist machbar. Also finde ich jetzt, für jemanden, der Donkey Kong bestimmt noch nie gespielt hat. Ist da bestimmt schon eine Herausforderung, ja, aber. Scheiße. Nein, dann trifft man nicht mal mehr. Boah, ey. Ich hasse es, wenn er genau auf dieser Höhe ist. Da kannst du so scheiße schwer einschätzen, wo der schießt. Ich hasse es. Alter. Wie mich der gerade anpisst, ne? Vor allen Dingen schiebt er dann immer noch so hoch und runter und hoch und runter. Ja. Also. Neckis Rache ist schon krank. Alter, wie schnell er wieder abhaut.
Da muss ja wirklich alles passen. Am besten ist, man muss ihn einfach nur austricksen. Ein bisschen weiter vorne stehen. Ja gut, das, wenn es klappen würde halt. Ja gut, da hast du dann irgendwann überhaupt keinen Überblick mehr. Alter! Ihr seht das selber, wie krass schwer das ist. Ich würde sagen, Niki ist ein würdiger Abschluss, aber ich hätte ihn jetzt nicht wirklich unbedingt nochmal gebraucht. Im Gegenteil. Ich wäre froh gewesen, hätte sich da nochmal was anderes einfallen lassen. Finde ich nämlich schon eine. Natürlich, ich bin darauf, seinem Scheiß. Schnabel. Du Bastard. Gelandet. Vor allen Dingen hat er 5 Leben. Ihr seht ja, wie er schon bei 4 abgeht. Alter. Ich hab den gar nicht mehr so heftig übel in Erinnerung. Boah. Nein. Schön, dass meine Schwester gerade reingeschrien hat in die Aufnahme. Werde ich sie wohl rausschneiden müssen. Wenn man sie gehört haben sollte. Muss ja nicht unbedingt sehr all sein. Wow. Oh fuck, die Hass-Situation. Oh mein Gott! Was geht bei mir krank? Falsch, würde ich sagen. Yes! Oh mein Gott! Oh, da habe ich dann lieber DK geopfert für. Oh mein Gott! Wow! Also. Und damit hätten wir die Affenkleinhöhle abgeschlossen. Aber was ist das? Eine neue Welt? Finden wir im nächsten Part raus. Und ja, wir können mal ganz kurz schauen, wie viele Prozent wir jetzt haben. Nicht vergessen, mir fehlt jetzt noch der Endboss. Und bei Aerochaos da das letzte, der letzte Bonus halt. Aber von den normalen Leveln sind wir fertig. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch der Bosskampf. Ja, 99%. Ja klar, logisch, passt. Passt. Boah, Alter. Ja, es wäre, glaube ich, besser, wenn ich jetzt aufhören würde mit aufnehmen. Jo, dann mache ich jetzt noch schnell die 100% fertig. Oh Gott. Und im nächsten Part kommt dann der Final Boss. Ich hoffe, ihr seid dann noch wieder dabei. Bis dann oder auch nicht. Bye.